nicht erleuchtet durch die Lektüre schlauer Bücher. Man wird nicht erleuchtet durch die Lektüre schlauer Bücher. Es geht immer nur um die Frage, wie setze ich meine Erkenntnisse, theoretischen Erkenntnisse um in die Praxis. Wie werde ich lebendiger? Wie werde ich kreativer? Wie werde ich weniger automatisch? Wie erreiche ich, dass ich nicht dauernd auf Autopilot bin? Wie erreiche ich, dass ich nicht nur immer auf äußere Ereignisse reagiere und äußere Umstände, sondern kreativ aus eigener Energie, aus meinem eigenen Wesen heraus handle und auch lebe? Das sind die Dinge, auf die es ankommt. Wenn Sie auf diesem Weg Fortschritte machen, und Sie werden Fortschritte machen, wenn es auch nur kleine sind am Anfang. Und außerdem gibt es auch viele Rückschläge. Mit denen muss man sich auch von vornherein vertraut machen. Abbau von Erwartungen, Hoffnungen und Wünschen ist der Weg, der aus dem Materialisten, aus der materialistischen Komfortzone herausführt. Thank you.